Guten Morgen, Freunde. Und zwar ist es hier mega windig. Ich bin gerade unterwegs. Hier natürlich fresh am Start. Mit einer Deadstock-Hose, mit so einem Gucci-Stripe hier an der Seite. Und dem Undefeated natürlich. Dazu auch ein passender Hoodie. Hier die Rode-Schlappen sind am Start. Hier haben wir auch schon das paar Stück, liegt hier auf meinem Bett. Ich mache das Ganze jetzt mal auf. Ich filme halt jetzt mit einer Hand und mit der anderen mache ich das Paket auf. So, hier ist die Rechnung noch dabei. Also das Paket ist von Deadstock. Ich habe mir ein paar Sachen bestellt. Ich glaube eine Hose und ja, ein paar Hoodies. Knapp 400 Euro waren das jetzt gewesen. Zum einen hier diese Hose. Wir machen das Ganze gleich zusammen auf. Oder ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt direkt auf. Zum einen haben wir hier, ich mach das Ganze mal weg, eine Deadstock Hose. Und zwar an der Seite hier so mit so einem, ja, Gucci Stripe. Die Farben sind relativ gleich. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Der Stoff ist auf jeden Fall sehr weich, ist gut. Ja, hier die Taschen natürlich mit Reißverschlüssen. Unten genau dasselbe Spiel. Also ich feiere die Hose auf jeden Fall mega, deswegen habe ich mir die auch gegönnt. Ja. Dann, was haben wir noch? Passend dazu haben wir uns natürlich den Hoodie auch gekauft. Hier mit dem Gucci Stripe auch an der Seite und in der Mitte das Deadstock Print. Ja, drauf gedruckt. Ist auf jeden Fall auch geil. Habe ich hier in der Größe, lass mich lügen, L. Ja, in L bestellt. Ist auf jeden Fall auch geil und passt auch natürlich zu der Hose. Dazu kann man natürlich die Undefeated anziehen. Kommt dann natürlich sehr, sehr geil. Und was darf nicht fehlen, genau das Ganze auch in Weiß. Habe ich mir natürlich auch gekauft. Gönnt man sich natürlich. Hier natürlich das gleiche Spiel, nur der Schriftzug ist hier in, ja, in Schwarz drauf gedruckt. Das Ganze auch wieder in L. Ich denke, L passt auf jeden Fall am besten. Dann habe ich mir noch ein Velour-Hoodie gekauft. Den gibt es schon länger. Den wollte ich auch schon länger kaufen. Ist hier in einem, ja, grauen Velour-Ton. Ist auf jeden Fall auch ein geiler Hoodie. Jetzt doch perfekt bei dem Wetter. Da ist die Tage ja sehr, sehr kalt jetzt wird. Es war ja schon 20 Grad gewesen. Teilweise war es ja schon 20 Grad. Hier noch ein Oversized Deadstock Hoodie. In der Mitte hier das gestickte Logo. Der ist auf jeden Fall richtig geil, auch in L. Den ziehe ich auf jeden Fall mal später an. Ja, ansonsten gibt es an dem Hoodie auch nichts Besonderes. Eigentlich ein relativ schlichter weißer Hoodie. Den Ganzen auch hier nochmal in Khaki, auch in L. Ja. Was soll man dazu sagen? Das Logo hier ist in Schwarz gestickt. Genau. Und ja, wie gesagt, das gleiche Spiel. Auch noch als Hoodie in Weiß. Brauche ich jetzt nicht unbedingt zeigen.
Und dann haben wir noch zwei Farben gefallen. Und zwar einmal hier dieser Beige-Ton. Ist logisch auch in weiß gestickt. Das sind jetzt zwei Hoodies. Hier in diesem, ja, wie soll man es nennen? Hell lila. Auch mit einem weißen Logo gestickt. Die zwei Farben sind auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und ich habe einfach auch Hoodies gebraucht, deswegen habe ich mir die jetzt gekauft. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Qualität ist auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, dann würde ich mal sagen, ziehe ich das ein oder andere Teil noch an und zeige es euch. Lasst auf jeden Fall ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace. Velour Deadstock Hoodie an, in diesem Grauton. Ich sage euch eins, der brettert zu heftig bei Tageslicht. Hier in meinem Zimmer sind natürlich nicht die perfekten Lichtverhältnisse dafür. Ich ziehe den mal jetzt einfach so drüber. So. Also so sieht das Ganze aus. Hier das Deadstock geprintete Logo mit diesen Bändeln hier. Ich feiere den Hoodie auf jeden Fall zu krank. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Gehen wir weiter zum Hoodie mit dem Gucci Strap. Und zwar seht ihr hier jetzt den weißen Deadstock Hoodie mit dem Gucci Strap. Eigentlich wollte ich ja passend zum Outfit den schwarzen anziehen, aber da mir ein Familienmitglied den Hoodie gecasht hat, ja. Was soll ich dazu sagen? Werde ich mir einfach höchstwahrscheinlich neu kaufen. Doc Hoodie hier an. Ich denke, das seht ihr wahrscheinlich sowieso nicht in der Kamera. Ich werde ein Video dazu einblenden, wo ich das ganze Outfit einmal anhatte. Wie gesagt, ich hatte den Hoodie einmal an, der war nagelneu. Und so schnell konnte man gar nicht gucken, da war er auch schon wieder weg. Ja, also Freunde, was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, der Hoodie an sich, ich Größe L, passt auf jeden Fall perfekt, ist auf jeden Fall sehr bequem. Die Hose ist sehr, sehr geil. Preis-Leistung ist in Ordnung. Wir werden auf jeden Fall noch in einem kompletten schwarzen Outfit mit den schwarzen Undefeated. Kann man auf jeden Fall einen Instagram-Pick raushauen. Folgt mir auf Instagram.